Hallo und herzlich willkommen hier bei unserer Familie Wilkinson am Abend in der dreckigen Atmosphäre mit Baby und Co. Ach ja, total schön. Celeste ist ja gerade hier noch sonst wo beschäftigt. Wir könnten sie eigentlich aber auch wieder mal hierher bringen. Denn ich dachte, wir starten einfach mal bei unserer lieben, lieben Familie hier. So, und Celeste ist sowieso müde, da können wir eigentlich auch mal eine Runde pennen gehen. Ihr habt mich auch daran erinnert, dass Celeste vielleicht mal ein größeres Bett haben sollte. Da habt ihr absolut recht, aber unsere kleine Kimberly liegt hier irgendwie im Dunkeln. Nicht so schön. Sollten wir ihr mal schnell eine Lampe besorgen, damit es hier nicht mehr ganz so dunkel ist. Ist ja ganz gruselig, nicht, dass ihr Angst hat. Können wir das da raufstellen? Nee, aber daneben. Haben wir noch eine süße Kinderlampe? Was ist denn das für eine Lampe? Oh, die ist ja süß. Oh, die mag ich haben. So. Dann hat Kimberly dann eine kleine süße Lampe mit Blümchen. Ist doch schön, oder? So, dann kann Celeste jetzt erstmal schlafen gehen. Und was ist mit Mike und Chandra? Denen geht es ja soweit hier wirklich rosig. Dann können wir eigentlich mal mit denen auch noch hier ein bisschen... Nee, nicht Techtelmechtel. Ich habe jetzt nur drauf geklickt, weil es rot ist. Eine schlüpfrige Frage stellen zum Beispiel. Obwohl, ein Techtelmechtel ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, muss ich sagen. Wir können hier auf jeden Fall noch ein bisschen flirten, sage ich mal. Hier ewige Liebe erklären ist auch noch ein Highlight. Natürlich, wir gehen erstmal abwaschen. Ach, Mike, du bist so nett. Schön, dass du für Chandra mit abwäscht. Beziehungsweise den Haushalt mitmachst. War ja sowieso deine Tasse. So, und da sitzen die beiden auch schon. Naja, wenn man so sich die ewige Liebe erklären kann, dann soll das halt mal funktionieren. So, nein, ich möchte hier gerne zu Romantik und einen Kuss hauchen. Ist ja auch ganz nett. Was können wir denn noch machen? Flirten ist cool. Und, wir können ja mal unsere Zuneigung ausdrücken. Oh, das ist aber schön. Die flirten voll. Oh, Baby machen. Kommt, Leute, lasst uns ein Baby machen. Yay! So. Na? Machen wir noch ein Baby, Mike? Na klar, machen wir noch ein Baby. Jawolla. So, und da... wartet auf uns. Wir wollen mit. Ganz dringend wollen wir mit und gucken, was ihr da so treibt. Hey, nehmt uns mit. So, da sind wir auch schon. Hey. So, dann wollen wir mal gucken, was hier in den heiligen Hallen so passiert. Wir spannern gar nicht. Nein, wir spannern nicht. Wir wollen ja nur wissen, was passiert so im Groben und Ganzen. Ne? Mehr wollen wir gar nicht. Nur ein bisschen, naja, halt erfahren, was passiert. Zum Beispiel, ob wir schwanger werden oder so. Ist ja doch mega cool, noch so ein Geschwisterkind. Oder? Oh, Mike, der scheint ja ganz Feuer und Flamme zu sein. Oh, wie süß. Ey, die sind gerade so niedlich. So, geh mal knuddeln, Mike. Halt sie mal auf. Wo schauen wir denn überhaupt hin, sag mal? Schau mal, wo willst du denn hin? Warte doch mal auf Mike, der will dich knuddeln kommen. Achso, es knuddelt sich natürlich nur gut vor Waschbecken und Kühlschrank. Da knuddelt es sich einfach am besten. Ihr habt ja recht. Mein Fehler. Können auch nochmal verführerisch flüstern und dann gehen wir nochmal ein Techtelmechtel machen. Oder habe ich jetzt Küssen gemacht? Nein. So, geht mal nochmal Techtelmechteln, weil ihr gerade so gut drauf seid. Tschüss. Ach, wie niedlich. Ah, ja, und Celeste kriegt von all dem gar nichts mit, ne, Celeste? Schlaf mal ruhig, das Gebimmel da hinten, das muss dich gar nicht interessieren. So, wie geht's denn unserem kleinen Mädchen hier hinten? Kimberly liegt einfach nur da, nicht wahr, kleiner Gegenstand? So, schlaft ihr beide wenigstens gleich? Ja, Chandra ist ja noch nicht mal wirklich müde. So, aber wir können uns ja mal hier ein bisschen an Brust nehmen. Ernsthaft? Wie geil ist das denn? Das will ich jetzt aber mal sehen. Na, hallo, kleine Kimberly. Hallo, hallo, hallo. Ah, das ist ja süß. Wie cool ist das denn? Ha, das ist ja toll. Oh, wie niedlich. Hi. Ah, so, wir haben ein gefüttertes Baby. Wir können ja auch mal ein bisschen reden. Und schaukeln.
Und Anguren. Was ist denn Anguren? Na? So klein und süß. Auch voll niedlich. Ah, sie singt. Ja, aber auch in diesem LP muss ich euch leider die Frage stellen, möchtet ihr, dass wir jetzt weiterhin nur noch zwei Familien pro Sims 4 und Sims 3 haben? Oder weiterhin unsere drei behalten, aber dafür nur noch zweimal die Woche das jeweilige LP zur Familie kommt? Darüber könnt ihr gerne mal in den Kommentaren abstimmen. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Oh oh. Na, wenn das mal nichts heißt. Ja, das heißt mal wieder, dass wir hier eine schöne, saubere, ganze Toilette haben. Und ein sauberes Waschbecken und eine saubere Dusche. Chandra, es tut mir leid, aber du musst jetzt hier einfach mal alles sauber machen. Weil das hält ja hier echt kein Mensch mehr aus in diesem Zimmer. Alles ist dreckig und stinkt. Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal alles sauber und dann reparieren wir es. Aber ich glaube, sie ist gerade einfach nur sowieso total glücklich wegen des Babys. Ach nee, wer da wahrscheinlich schwanger ist, ne? Das wollen wir ja gar nicht mal so leise sagen. Würde mich echt nicht wundern, wenn sie es ist. So, Chandra, dann spiel mal den Klempner hier. Wie sieht's bei Celeste und Mike aus? Die pennen noch fleißig. Jo. Und wir reparieren. Yay. So. Wir könnten ja auch mal einen Schwangerschaftstest machen. Weil wir hier so gerne uns gerade übergeben. Göbeln macht Spaß. So. Wir pinkeln. Ah. Oh, sie sieht da nicht so begeistert aus. Alter, wie schnell sie schon wieder rund ist. Oder ist sie einfach nur fett? Oh, meine Güte. Ja, wir sind schwanger. Schon wieder. Aber ich finde es halt ganz schön, dass wir mal so hintereinander weg Geschwisterkinder haben. Yo. So, geh mal spülen hier, Herzchen. Und dann kannst du ja auch noch fleißig aufwischen. Sehr gut. Alles schön sauber halten. Ach, arme Chandra, ey. Wir sind hier nur mit Haushalt beschäftigt, weil hier ständig alles dreckig und kaputt ist. So, aber wir müssen auch dringend jetzt mal für zwei essen. Das ist gar nicht mal so verkehrt, die Idee. Eier und Toast und Rührhai. Natürlich, wir essen morgens Hai. So, hol dir mal den Hai, Chandra. Oh Mann, ey, was für ein Versprecher. Was haben wir hier eigentlich für einen Job? Ich hab's schon wieder vergessen. Ach ja, wir sind ja hier fleißig fürs Kochen und so. Und jetzt essen wir... Warum ist hier eigentlich keiner? Ich verstehe das nicht. Ich helfe Chandra jetzt mal ein bisschen mit dem Haushalt. Damit sie wieder... Ganz ehrlich, Chandra, nein. Du gehst jetzt hier mal gefälligst den Teller selber abspülen. Ich räume dir doch nicht alles aus dem Weg. So, und dann kannst du hier mal schön schlafen gehen. Mike steht ja schon fast wieder auf. So, Mike ist auch schon aufgestanden. Dann kannst du hier mal die Windel wechseln, rein aus Sympathiepunkten. Schauen wir mal hier bei Kimberly vorbei. Was können wir denn noch machen hier? Stolz vorzeigen, älter werden. Ah, okay, wir können jederzeit sagen, sie soll älter werden, oder was? Das ist ja komisch. Kann er noch eine Grimasse schneiden, weil unten ist ja Celeste bestimmt noch beschäftigt. So, dann habt ihr euch da wenigstens auch ein bisschen lieb und Kimberly hatte mal den ein oder anderen sozialen Kontakt. So, ah, du warst nur essen, Celeste. Ernsthaft? Dann hätte ich doch jetzt nicht so viel mit Kimberly rumgespielt. Naja, dann musst du jetzt halt warten, Celeste, ne? Dann geh das erstmal wegräumen hier, bevor du auf Toilette kannst. Dafür kann ja jetzt keiner was. Und wenn du dir dann halt ins Höschen machst, dann ist das halt ein großes Pech. So, ein Gericht nehmen. Und dann kannst du jetzt... Oh Gott, ey, mit der Blase kannst du noch tanzen? Also mir würde ja ein bisschen anders werden. So, Celeste, lauf los. Was für ein Verkehr hier am Morgen, ey. So, jetzt sind wir angespannt. Vielleicht sollten wir uns mal wieder ein bisschen Entspannung besorgen, ne, Celeste? Das... Ja. Damit meinte ich nicht das Waschbecken. Naja. Nimm mal den Druck von der Leitung. Oh, scheiße, nee. Oh Gott, Mike stinkt und das nicht zu wenig. So, wir können aber gerne mal den Comedy-Kanal gucken danach.
So, Mike, du gehst jetzt nicht duschen, weil einfach mal deine Schwägerin da drin ist. So, geh lieber mal den Teller aufräumen so lange. Und dann kannst du dich mal Richtung Tür laufen, so langsam, bis Celeste mal fertig wird. So, immerhin hat sie dir das sauber gemacht. Ja, und jetzt kannst du duschen gehen. Ach, Mio. So, was bedeutet denn das Blaue bei Kimberly? Schläft sie dann oder was? Nee, irgendwas stimmt mit ihr nicht. Oh nein. Mike, sie schreit. Celeste, komm schnell hoch. Was hat sie denn? Wir können ja mal... Was ist denn los? Ich weiß nicht, was Blau heißt. Was heißt Blau? Aber was ist los? Ich weiß nicht, was sie hat. Ich probiere einfach mal alles aus, was so geht. So, vielleicht füttern? Ah, sie hat Hunger. Ah, Mensch, ist ja wie mit einem richtigen Kind. Musste erst erzählen, mal überlegen, was es hat. So, was können wir noch machen? Naja, hüpfen? Was ist denn hüpfen? Na, Tante Celeste, zeig mal, was hüpfen ist. Ah, okay, das war hüpfen. Wahnsinn. Schade, dass es ihr keinen Spaß gemacht hat. Wir können ja mal hier so ein bisschen lustig sein und einfach mal eine lustige Geschichte erzählen. Vielleicht bringt uns das ein bisschen Spaß. Hallo Mike, wir quatschen ein bisschen. Was hältst du davon? Naja, scheint ihm mehr oder weniger zu gefallen. Aber er kann uns ja mal den Tag verschönern hier. So, hier liegen auch noch Teile rum. Dann gehst du hier einfach mal Teile plündern. So, genug geredet hier. Ha, wir brauchen immer noch Spaß mit Celeste. Oh, Mr. Lava Lava. Hallo. Hi. Ach, wir bitten ihn einfach mal herein. Was soll's? Tachchen. Ach, Mensch, dabei wollten wir uns doch unbedingt mit Craig anfreunden. Und jetzt haben wir das hier. Ah, na hallo. Gott, fängt sie gerade schon an zu schielen. Oh, wie gruselig. So, dann kommt mal rein, ihr zwei. Ja, ja. Ich warte nur noch auf den Tag, wo Celeste schwanger wird. Weil sie einfach mal hier viel zu, ne, gut dabei ist. Ah, ich finde das lustig. So, wir können mal ein bisschen romantisch sein und hier den ein oder anderen Anmachspruch leisten. Das wäre schon mal was. Und flirten meinetwegen und vielleicht nochmal nachfragen, ob er denn immer noch Single ist. Nicht, dass er mittlerweile schon dreimal vergeben ist. Wir könnten ein kokettes Gemälde beginnen. Komm, wir gehen mal ein kokettes Gemälde malen, Häschen. Nein, wir plaudern jetzt nicht, wir gehen jetzt malen. Ist uns jetzt mal egal, ob er hier ist oder so. Er kann sich ja immer noch mit Mike hier ein bisschen beschäftigen. Wobei mir einfällt, Mike möchte immer noch 1000 für Kindersachen ausgeben und er möchte 4 Freunde haben. Mr. Lava Lava ist aber, glaube ich, nicht sein Freund, oder? Nee, aber wir können uns ja mal hier so ein bisschen freundlich vorstellen vielleicht. Genau, packt euch einfach mal hier hin, habt ihr nebenbei auch noch Spaß. Oh, bei Chandra klingelt das Telefon. Naja, gut. Was? Nee. Warum? Das verstehe ich nicht ganz. Oh, wir müssen zur Arbeit. Habe ich total verplant, verdammt. So, schnell los, Chandra. Gut, und was können wir hier noch mit Mr. Lava Lava? Wir müssen uns ja jetzt mal hier irgendwie anfreunden. Dann schmieren wir ihm einfach mal ein bisschen Honig ums Maul. Und hoffen, dass er sich darüber freut. Ach ja, Mike und seine Männerfreundschaften hier, Wahnsinn. So, da ist Chandra auch auf Arbeit. Was kann sie da Großartiges tun? Sie kann mal fleißig arbeiten. Ich hoffe, dass sie das ganz gut hinkriegt. So, und unsere gute Celeste malt noch. Na Celeste, wie weit bist du mit deinem koketten Gemälde? Du malst 2 Katzen. Oh, 2 Katzen, die Spaghetti essen, ey. Wie niedlich ist das denn? Ach, du meine Güte, nein. So, fertig ist das Bild. Dann können wir auch mal das gute Ding verkaufen. Haben wir mal 20 Simoleons gemacht. Das ist ja schon mal gar nicht so übel. Nur kein Spaß und nichts. Das ist halt wirklich ärgerlich. Aber wir können ja hier mal mit Fernsehgucken gehen.
Und unser Gespräch entwickelte sich hier Gott sei Dank immer besser. Dann können wir ja noch hier eine Runde schmeicheln und über Interessen reden vielleicht. So, und da waren wir verspielt. Der Geburtstag von Kimberly naht. Ach echt? Wie schnell geht denn das hier? Ist ja ruckzuck. Ich meine, Kimberly ist dann auch kein Tag alt, oder? Wahnsinn. Spitzbübisch bedrängen können wir natürlich auch mal machen. Oh, das fand er anscheinend nicht so lustig. Wir können aber auch noch mal eine lustige Geschichte erzählen. Okay, so sind wir wenigstens wieder glücklich. Ich hoffe natürlich auch, dass ich euch heute ein bisschen glücklich machen konnte mit einem weiteren Part von der Familie Wilkinson. Ja, der nächste kommt dann aber erst wieder am Freitag. Dadurch, dass ich jetzt hier alles so ein bisschen mit dem Upload-Plan gesplittet habe, dazu habe ich euch ja schon viel bei der Zuschauer-WG erzählt gestern. Wer das verpasst hat, kann ja gerne nochmal reinschalten und zuhören, wie jetzt hier alles in nächster Zeit laufen wird. Jedenfalls die Familie Wilkinson immer dienstags und freitags. So, dann würde ich sagen, bis Freitag und ja, ciao.